Ja, grüß euch, morgen. So, hier die nächste Session hier mit meinem Reaction-Video, der Kräuter, mein Set Teil 2 aus 2020. Ne? Also der Kräuter nochmal, falls ihr ihn noch nicht kennt, abonniert gerne seinen Kanal und so weiter. Jetzt hat er auch über die 100.000 geknackt. Ich vergönne es ihm. Und ist ja auch sozusagen, ja, würde man sagen, der einzigste wirklich große Kanal eines Verkaufstrainers, der natürlich ganz, ganz viele andere Themen da anschneidet, weil ansonsten würde der wahrscheinlich nie diese Reichweite reichen, und das macht er natürlich sehr clever, weil es innerhalb von 2, 3 Jahren eben da richtig hochgezogen, und in der Hoffnung, dass auch mein Kanal sich ein bisschen mehr bewegt, also mache ich halt jetzt mal diese Reaction-Videoserie. Bitte verzeih mir, während ich diese Reaction-Videoserie mache, halte ich mein Frühstück ab. Ja, ich mache grundsätzlich Frühstück immer am PC, ja, schon seit, ich weiß gar nicht, seit 20 Jahren. Also das hat sich einfach so angeeignet, als ich irgendwie vor 20 Jahren Student war und es gab einfach nur einen Tisch im ganzen Studentenzimmer, und auf dem ist halt alles passiert. Und das ist heute noch so. Ich habe hier einen riesigen Schreibtisch, damals von Apple. Meine Schwester hat damals 10 Jahre bei Apple gearbeitet, und die hat mir dann sozusagen, haben die ihre Schreibtische ausgemustert. In der Buchhaltung war die da. Und damals noch ist dann das Controlling aufgestiegen, und auf diesem Schreibtisch passiert bei mir alles. Ja, also bei mir gibt es auch kein Wohnzimmer mehr, bei mir gibt es nur noch Arbeitszimmer. Ist leider so irgendwie traurig, warum erzähle ich das überhaupt? Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall, okay, hier. Und ganz geil, natürlich hier ganz neu bei YouTube. Hier natürlich diese. Wo man also genau hier beschriften kann, was in dieser Minute passiert. Das ist so geil, und ich frag mich, warum das so lange gedauert hat, dass YouTube das eingeführt hat, weil dieses Rumgejumpe und Gesuche nach genau der Stelle, wo der das gesagt hat, ja, das war ja schrecklich. Deswegen habe ich immer für mich so Transkripte gemacht für Videos, wo aus denen ich wirklich viel Know-how gezogen habe und viel lernen konnte und wollte. Und das hat letztendlich YouTube so eingeführt. Und nebenbei noch, weil du auch YouTube-Videos machst, ein kleiner Tipp: Wenn du diese Zeitfenster hier unten, indem man die einfach, wie macht man die Zeitfenster, indem man einfach die Zeit reinschreibt, und dann macht hier YouTube automatisch einen Cut rein. Wenn du die dann noch ein bisschen beschriftest, ja, dann, und dann kannst du sogar auch noch die Links hinmachen. Wie geil ist das denn? Auf jeden Fall, dann gibt es sogar YouTube nochmal einen Bonus für den Algorithmus, ja, aktuell zumindest. Ich weiß nicht, wie lange es noch so ist, weil es neu ist, ja, und diejenigen, die das eben dann sozusagen zu der Usability des YouTube-Kanals, der YouTube-Kanals-Users dazu beitragen, dass YouTube-Kanal-User eine bessere Custom Experience haben. Custom Experience ist Englisch auf Deutsch, Erfahrungswert, ja. Somit auch dazu beitragen, dass die User, also die Nutzer, Zuschauer von YouTube dann auch länger auf YouTube bleiben und dort eben und so weiter, na, überhaupt gar nicht mehr weggehen, wird er eben belohnt über den Algorithmus. Ja, so macht das eben Google schon seit eher, also schon seit ewig, schon seit immer. Also hier mein Tipp: Mach das auch, wenn du YouTube-Kanäle hast und Videos hochlädst, diese Zeiten und so weiter, wirst du in der Regel dafür belohnt, obwohl es eigentlich bei mir jetzt keine Rolle spielt, wirklich groß, weil mein YouTube-Kanal eh noch so mau ist, ja. Aber wenn du dann schon größer bist, umso mehr. Ja, und hier natürlich Daumen hoch und so weiter. Ja, hier, ja, naja, logisch, ne? Also normalerweise gebe ich nie einen Daumen hoch, weil ich immer sage, ja, was bringt jetzt das, dieser eine Daumen mehr? Aber wenn das jeder sagen würde, ne, das ist immer der Ding, ja. Hier natürlich muss ich den Daumen hoch geben, ja klar, ne? Hier, ja, Beweise. Okay, jetzt kurz zum Thema hier: Glaubenssätze für maximalen Erfolg. Ja, also hier immer diese geile Skyline, das macht natürlich sehr gekonnt, ne? Hat natürlich schon das Level, nehmen wir an, dass sein Vermögen also definitiv irgendwo achtstellig ist, ganz klar, keine Frage, sonst würde man nicht in Dubai in dem Al-Jajir oder wie das heißt da wohnen. Ja, auf jeden Fall, ja, also hier Glaubenssätze, maximaler Erfolg, ja, nee, das schauen wir uns nicht an, das auch nicht, weil hier macht er das. Ja, das kann man so schön dann sehen. Man kann sogar sehen. Das ist echt Hammer. Also richtig mit Misserfolg irgendwie. Ja, richtig. Ja, das schauen wir uns mal an jetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die meisten Mädels machen das, aber die Jungs auch. Dann macht der Partner Schluss
Die Liebe geht auseinander. Und was machen die Mädels? Ja, die Mädels, die gehen mit ihren Mädels aus. Ja, das machen die meisten Mädels. Man trennt sich und dann ist viel Traurigkeit da. Was wird dann gemacht? Es wird in alten Briefen gelesen. Mhm. Es werden die gemeinsamen Urlaubsfotos angeguckt. Ja. Es gibt bestimmt Mädels, die das machen, aber so viele Mädels sind es nicht. Es werden irgendwelche Videos auf YouTube angeguckt, die man vielleicht gemeinsam hochgeladen hat. Hey, und du gehst immer tiefer in dieses Negative rein. In diesen Misserfolg rückblickend. Lass das. Guck nach vorne. Die Erfolgreichen fallen hin, stehen auf, klopfen sich den Staub aus den Kleidern, fokussieren sich neu auf ihre Ziele und legen los. Ja, das ist natürlich grundsätzlich ein absoluter Hauptfehler. Und was sehr wahrscheinlich Erfolgreiche von weniger Erfolgreichen natürlich auch eigenschaftlich trennen, unterscheidet. Es gibt bestimmt eine Menge Menschen, die viel zu stark in der Vergangenheit leben. Also ich erinnere mich immer an meine Mutter, ja, die immer wieder, dann gibt es so Themen, da kommt meine Mutter immer wieder mit dem, ja, damals nach dem Krieg. Ja. Das ist jetzt schon wie irgendwie, keine Ahnung, 70 Jahre her oder 80 Jahre her, ja. Und sie kann sich noch erinnern, so, und was da alles Schlimmes passiert ist und schau mal, und heute und geht's doch so gut und so, sei doch zufrieden mit dem, was du hast, ja. Weil ich jetzt sozusagen jeden Tag 10 Euro übrig habe, um beim Aldi Essen zu. Also, das ist dieses Leben in der Vergangenheit ist natürlich, es gibt ja ganze Berufsgruppen, ja, die nur damit mit der Vergangenheit rummachen, ja, also wie zum Beispiel Geologen und solche Leute, wie heißen jetzt die? Anthropologen, glaube ich, die sich mit den Dinosauriern beschäftigen und so weiter. Okay, dann ist es deren Job. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ja. Und definitiv, also das erfolgreiche Menschen, die leben halt im Hier und Jetzt und machen sich Gedanken über die Zukunft auch, aber auch um die Gegenwart, und die meisten Menschen, die leben gar nicht im Hier und Jetzt. Die leben ständig nur in ihren Ängsten, Sorgen oder auch Freuden, aber entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber hier und Jetzt, das wäre also das ultimative Zen, ja, tun sowieso die meisten Menschen, die wenigsten leben, weil der Moment ja nur ein ganz kurzer Augenblick ist, ja. Also während du jetzt meine das hörst, was ich dir gesagt habe, ist ja schon wieder Vergangenheit für mich, ja. Und deswegen ist es im Grunde, wenn man es jetzt technisch betrachtet, gar nicht so einfach, im Hier und Jetzt zu leben, weil der Hier und Jetzt Moment ist ja immer nur ein Augenmoment, ja. Also da geht schon sehr, wird es jetzt schon so philosophisch, ne? Also müssen wir mal weiterschauen hier, sonst wird's. Und deswegen fragt nicht nach den Misserfolgen. Ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Und ich rate dir auch, dass du dich nicht damit beschäftigst. Ja, da hat ihn jemand nach den Misserfolgen gegeben. Ja, stimmt. Es ist auch ein Typ, der natürlich sehr viel Erfolg hat, weil er sehr viel ausprobiert. Und jetzt fragen ihn halt die Leute, was waren deine Misserfolge? Weil, warum? Weil viele da draußen, auch erfolgreiche YouTuber und so weiter, ja, und Unternehmer, einfach immer mit ihren ganzen Misserfolgen Marketing machen. Ja, oh, und da wurde ich verprügelt und hier und dort, und dann bin ich aufgestiegen vom, letztens habe ich eine Werbung gesehen, ja, sehr herzergreifend, vom Junkie zum Coach, zum erfolgreichen Coach und Familienmutter und so weiter. Und das ist natürlich Storytelling, wo du halt deine Misserfolge der Vergangenheit als Marketinginstrument benutzt. Ja. Und deswegen kriegst auch du, lieber Dirk Kräuter, wahrscheinlich diese Anfragen. Ja. Aber deine Strategien sind halt anders. Ja. Du lässt die einfach weg, die ganzen Misserfolge, und redest nur von deinen Erfolgen. Und das ist auch eine Strategie und vielleicht sogar besser. Also ganz krass sind halt so wie Sai Chiripur und so, ja, der wirklich, also mal eine Zeit lang, in jeder einzelnen Werbebotschaft oder so irgendwie über seine verstorbene Freundin da gesprochen hat und so. Ja, das ist halt einfach, ja, da muss man nicht ständig drüber reden. Ja? Also das ist halt aber auch Ansichtssache. Ja? Also manche mögen es, manche nicht.
Ist natürlich hoch emotionalisiert, das Ganze, aber das gehört einfach nicht in irgendwelche Werbebotschaften rein, um dann Infoprodukte zu verkaufen. Also das ist halt meine persönliche Meinung und die darf ich auch haben, ja, ohne dass hier jemand sozusagen was dagegen machen kann. Ja, so hat halt jeder seine persönliche Meinung. Love it, change it or leave it. Also, fühl dich wohl mit dem, was du da hast. Das tust du nicht. Change it. Ja, love it, change it or leave it ist ja klar. Also, besonders in Deutschland gibt es diese großen, unfassbaren großen Mengen von Personen, die den ganzen Tag, ja, es ist ja Hobby, den ganzen Tag nur rumzumeckern, ja, und rumzuschimpfen, aber halt dann stinkefaul sind, irgendwas dran zu ändern. Gibt es eine ganze Menge von Leuten, aber das sind meistens Leute, die auch nicht besonders viel Geld verdienen, weil die halt eine komplett verkehrte Einstellung zum Leben haben. Meistens äußern sich solche Sachen halt dann auch im Verdienst. Ja, ist leider so. Ihnen die Möglichkeit, dass Sie sich ändern. Vielleicht ist Ihnen das noch nie aufgefallen. Und drittens, leave it. Niemand hat gesagt, dass du mit diesen Menschen viel Zeit verbringen musst. Dann verbring mit ihnen keine Zeit mehr oder weniger Zeit mit ihnen und Ja, sorry. Ja. Das ist dieses mit wem, mit welchen Menschen verbringe ich Zeit und so weiter. Also ich bin auch, sagen wir mal, zeitweise echt immer wieder sehr einsam geworden, weil ich halt dann sozusagen auch teilweise entschlossen, zum Beispiel, also ich kenne Leute, Bekannte, Freunde, also so richtig nicht gute Freunde, aber so oberflächliche Freunde, wo immer wieder sagen, wo ich immer wieder zusammen, auch beruflich zusammenkomme oder denen eine Chance gibt, beruflich zusammenzukommen, weil sie halt gerade irgendwie knapp bei Kasse sind oder sowas. Also das ist meistens ein schlechter Weg, denn wenn man sich so auf freundschaftlicher Basis irgendwie versteht, aber derjenige dann irgendwie, sagen wir mal, dann auf geschäftlicher Basis dann auch noch, also zusätzlich, dann funktioniert es meistens nicht. Weil der Mensch dann gewohnt ist, dass er mit dir auf freundschaftlicher Basis Dinge umsonst bekommt, ja, Nachsichtigkeit und so weiter. Und dann auf geschäftlicher Basis ist alles plötzlich bam, 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 knallhart. Was funktioniert, ist, dass wenn man auf geschäftlicher Basis sich kennenlernt und das funktioniert sehr gut, dann auch noch Freunde wird, sozusagen, in Anführungsstriche. Das funktioniert schon, aber umgekehrt eher weniger. Und warum erzähle ich das Ganze jetzt? Weil er gesagt hat, ja, mit wem du dich umgibst und so weiter, ja. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich dir empfehlen würde, dass du nicht machst, dass du mit Freunden, oder es ist halt mit Risiko verbunden, ja. Du kannst es machen, mit Freunden oder Leuten, die du angefreundet bist, dann ins Geschäftliche zu gehen, dann besteht immer das große Risiko. Und bei mir ist es fast andauernd so passiert, mehrere Male jetzt in den letzten Monaten, dass man sagt, okay, jetzt probiere ich dich mal aus, dass du für mich arbeitest, wir sind ja irgendwie auch befreundet. Und dann in der Arbeit sehe ich dann, okay, was das eigentlich für ein Faulpelz ist, und dann kicke ich ihn ra wieder raus. Ja? Und dann ist halt die Freundschaft auch irgendwie leidet drunter. Oder ist halt nicht mehr derselbe. Das ist halt aber auch ein guter Prüfstein. Auf der anderen Seite, um das Ganze im positiven Sinne zu sehen, ist auch ein guter Prüfstein dafür, was für eine Art von Freundschaft es eigentlich war. Denn Leute, die so überhaupt gar nicht auf deinem Performance-Level sind oder auf deinen, sagen wir mal, auf deinen Mindset, Glaubenssätzen, was erreichen zu wollen, etc., etc., dass du die, mit denen eigentlich dich auch so in deiner Freizeit eigentlich relativ sehr, weniger abgeben solltest, weil die einfach auch nicht, weil da keine Reziprozität eben besteht. Ja, Reziprozität in dem Sinne, dass hier gegenseitig man sich einfach hochzieht und man gemeinsam sich weiterentwickelt. Und das ist ganz, ganz wichtig mit den Leuten, wo du dich immer also zum auf einem gewissen Level halt abgibst sozusagen und willst ins nächste Level. Ja, dann musst du halt irgendwie auf Biegen und Brechen halt mit anderen Leuten dich dann auch irgendwie befassen. Das ist gar nicht so einfach. Meistens musst du dich halt mit fetter Kohle einkaufen in so Masterminds und so weiter. Weil mal angenommen, du bist Unternehmer und du hast ein Level, wo du schon so mal, jetzt sag ich jetzt mal ganz krass, du hast eine Beratungs- GmbH, also du machst zum Beispiel jetzt IT-Beratung, ja, bist Unternehmensberater und
verdienst schon, sagen wir mal, 3 Millionen im Jahr. Ja, das ist also über 100.000 im Monat. Ja, und dir bleibt auch gut was übrig und so weiter. Aber du willst halt einfach, also das ist wirklich sehr, sehr viel. Ja. Aber du willst einfach aufs nächste Level. Du willst einfach 1 Million im Monat machen. Dann werden wahrscheinlich dein Umfeld, die Leute, die wahrscheinlich auch auf dem Level sind, dich erstmal irgendwie dann sozusagen Neid entstehen, wenn du plötzlich hier Faktor X irgendwo anders hin willst und eventuell dann auch wieder dich trennen müssen und so, weil einfach das nochmal eine ganz andere Welt ist, ob du 100.000 im Monat verdienst oder 1 Million. Ja, und es ist definitiv nochmal eine ganz andere Welt, weil es gibt sehr, sehr viel weniger Leute, die 1 Million im Monat machen, Berater. Da wirst du auch nochmal mit anderen Gegenwind erhalten. Du hast plötzlich anderen Mitbewerb, muss sich dagegen dann auch wehren können. Und was du in der Stufe drunter dann eben mit den Leuten, die du dann noch in der Stufe drunter kanntest, die dir auch nicht dann groß weiterhelfen können, weil sie ja selber keine Erfahrung haben auf dem Level von 1 Million im Monat. Ja? Und so gesehen, ja, ich hoffe, ich bin überhaupt Vielleicht ziehst du um. Genau. noch beim Thema. Ah, ja, so, ja, klar. Change it or leave it. Wie geht das? Love it, change it or leave it. Ja, klar. Genau. Ja, umziehen finde ich extremst wichtig. Viele, auch in Deutschland und so, sind viel zu stark verwurzelt. Also in den USA, nehmen wir mal ein ganz kurzes Beispiel. In den USA, also eine Bekannte meiner Verwandten sind da irgendwo in Kanada und die waren in ihrem Rentenalter. Sind die einfach nochmal in die Wildnis gezogen, da irgendwo an der Westküste, ins Niemandsland, weil es ihr Traum war und haben dort ein B&B errichtet, sozusagen am letzten Outpost, kurz vor da wo die sozusagen die Braunbären und die Grizzlybären rumlaufen. Und die waren schon über 70 oder über 60 zumindest mal, ja. Es interessiert die im feuchten Furz in den USA, wenn du in New York lebst und hast ein schönes Apartment in New York. Und morgen früh ruft jemand an und gibt dir einen besseren Job, eine bessere Opportunity in San Francisco, weil da eben jetzt gerade der Bär tanzt, mit Tech-Firmen. Dann packt die innerhalb von einer Woche ihre Sachen und fährt nach San Francisco. Ja, das ist die Mentalität, da habe ich im eigenen Leibe, damals hatte ich einen Haufen Freunde drüben, schon länger her, mehrmals miterlebt. Ja? Dann packt man seinen ganzen Krempel rein ins Auto und fährt einmal quer durch die USA. Ja, weil man da oben jetzt eben einen Job hat oder ein Studium oder sonst irgendwas. Ja. Und also gerade, dass man nicht in eine Flasche reinpisst, ja, also dann auch in einem Ding, in einem Zug, ja, ohne da irgendwie zu übernachten. Also da gab es so Touren wie zum Beispiel, ich erinnere mich noch sehr, also Roadtrips sogenannte. Und also hier, weil er sagt, zieh halt um. Ja. Also hier ist in Deutschland ist es manchmal schon ein großes Malheur für einen jungen Menschen. Wenn er sagt, ich bin jetzt hier aus München und hier finde ich jetzt nicht den Studienplatz, den ich wollte, jetzt müsste ich doch mal nach Bratislava ziehen, ja? Oder nach Frankfurt. Boah, das ist ja ganze 5 Stunden entfernt, ja? Das ist halt, das ist ein ganz anderes Gedankengut, was halt hier herrscht im Vergleich zu manchen anderen Ländern. Und da kann man sich vielleicht auch eine Scheibe davon abschneiden. Andere Stadt und baust dir ein neues Umfeld auf mit Menschen, die positiv drauf sind. Genau. Kleine Inspiration von mir, das. So, die schauen wir uns morgen an, die Inspiration. Heute mal genug. Ich verlinke wie immer alles. Ich muss weitermachen. Bis dann. Tschüss. Achso, gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das weitergeholfen hat hier, wenn dir das gefallen hat, zum Reaction-Video und natürlich auch hier der Kanal von Dirk Müller, sag ich schon, Dirk Kräuter. Bitte auch dann Daumen hoch machen und so weiter. Ja, und. Und abonnieren meinen Kanal natürlich auch, weil ich finde ja noch weitere so gute Kanäle wie den Kräuterkanal.